Schwalb. Er hat Fliegerwelle mit dem Fahrrad über die Alp. Er hat Fliegerwelle wie ein Schwalb. Er hat Fliegerwelle mit dem Fahrrad über die Alp, über die Alp. Altshausen, eine 2000-Seelengemeinde, 15 Kilometer nördlich der oberschwäbischen Kleinstadt Ravensburg. Wenig Industrie, viel Landwirtschaft, eine traditionell tief katholische Gegend. Hier wurde Gustav Mesmer am 16. Januar 1903 geboren. Historisches am Rande, im gleichen Jahr gelangen den Gebrüdern Wright die ersten Motorflüge. 1962, im Alter von 59 Jahren, schreibt Gustav Mesmer seine Biografie mit dem Titel »Von einer Person, deren Lebensweg durch Orden wie psychiatrisches Krankenhaus führte«. Poetisch und ein wenig geheimnisvoll erinnert er sich an seine Jugend. 3 Jahre, 16 Tage waren vorüber, als die Brücke, die Schwelle ins 19. Jahrhundert überschritten, gefeiert war, der Silvester 1899, als ich in wachlosem Geheimnis mehr von Vater, Mutter und 5 Geschwister die Ankunft aus dem Mutterleibe mit voller Hoffnung, die große Familienbescherung erwartet ward. 3 Silvester, 16 Tage nach der Jahrhundertillumination und deren Salvenkrachen, erfolgte der Geburtstag am 1903, 16. Januar. Mein eigenes Geschrei kündete meine Erscheinung an. Auf die Frage an den Vater von seinen Kindern, wer so laut, sagte dieser, der Gockerler habe ein Kind, ein Brüderchen gebracht und krähe deshalb. Das ist alles, was ich von Kindheitsüberlieferung mir behalten konnte. Jedenfalls war es Winter. Dächer, Felder mit Schnee überkleidet, die häuslichen Wohnräume wohlerträglich erwärmt. Es war ja noch in der Zeit, als die Petroleumlampe an der Decke und auf dem Tische sich befand. Meine Geburt war noch beglückt durch die Gespannverkehrszeit, den rauen, steinigen Straßen, die nach regnerischen Tagen durch Wegknechte mit Wegkrucken abgezogen werden mussten. Die Straße, wo vorüberführt, am heimlichen Haus, hieß damals Heugasse. Weswegen? Im Heuet ging ein ganzer Zug von Heuwagen hierdurch, hievon ihr typischen Namen. Durch dieselbe Straße zog auch wöchentlich das Petroleumtransportfass, alles Volk beeilend herbeiströmend, den notwendigen Lichtstoff für sich zu fassen. Licht brauchte man abends im Winter überall. In Zimmer, Küche wie Stallungen, denn die Väter wollten die Zeitung lesen, die Mutter las Erzählungen vor den Kindern, die auf das Kanapee gebettet, während die Nachtfalter die Milchglashaube umflogen. Zum Eingang in die Heugasse begrüßt dich das Ortspostamt, ein Eckgebäude mit dem Staatswappen. Auf dieser Seite der Straße stehen 5 Gebäude, nur getrennt durch anmutige Gärten. Von der Post weg ist es das 3. Haus, das meinen Weltstandort aufweist. Es soll ein gutbürgerliches Haus bedeuten. Gustav Mesmers Vater war Verwaltungsaktuar in Altshausen. Die Mutter kümmerte sich um die insgesamt 10 Kinder. Die Mesmers waren eine alteingesessene und angesehene Familie. Seine Erziehung, erinnert sich Gustav später, sei gut, aber streng religiös gewesen. Der Erste Weltkrieg unterbricht die Schulausbildung des zu dieser Zeit erst 11-Jährigen. Nur noch Kriegsinvaliden erteilen Unterricht. Eine komplizierte Halsoperation mit nachfolgender langer Genesungsdauer beendet die Schulzeit des Gustav Mesmer. Von da an arbeitet er als sogenannter Verdingbub auf nahegelegenen Bauernhöfen, zuletzt in der Landwirtschaftsabteilung im Kloster Untermachtal. Durch die Schwestern dort wurde ich angestiftet, ein Ordensmann zu werden. Sie sagten, ich gebe dir so ein schönes Peterchen. Ich wählte unüberlegt das weltbekannte Benediktinertum Kloster Beuron. Man muss schon als Kandidat ein Schriftstück unterzeichnen, dass man alles gibt und tut um Gottes Wort. Anspruchlos auf Lohn oder Vergütung, Krankheits- oder Lebensversicherung.
Da kann nur ein Lebensunerfahrener hereinfallen, wie ich. Im Beuroner Meldebuch findet sich ein Hinweis. Gustav Mesmer, Landwirt, eingetreten am 27.04.1922, ausgetreten am 18.08.1928. Ein weiterer Vermerk taucht in der klösterlichen Chronik auf. Bruder Alexander, so heißt Gustav Mesmer jetzt, tritt am 9.12.1922 sein Noviziat an. Die zeitlichen Gelübde legt er am 15.02.1925 ab. Doch mit den Verhältnissen im Kloster kommt Gustav Mesmer nicht zurecht. Ganz dunkel erinnert sich noch Bruder Urban, seit 1926 im Kloster Beuron, an seinen ehemaligen Mitbruder. Ein merkwürdiger Kauz und Sonderling sei der gewesen, und plötzlich habe er ihn aus den Augen verloren. Die Erlebnisse im Kloster, erzählt Gustav Mesmer Jahrzehnte später, seien für ihn, den damals gerade 25-jährigen jungen Mann, einfach zu viel gewesen. Es habe ihm nicht mehr gefallen, von einem religiösen Leben habe er andere Vorstellungen gehabt. Seine Wünsche nach frühzeitiger Entlassung, schreibt er in seiner Biografie, seien immer wieder ignoriert worden. Im Kloster Beuron hielt ich 6 Jahre aus, bis alle Himmelsherrlichkeit zerfiel. Der Orden gab nicht die Einwilligung für die ewige Profess. Es war ein furchtbares Hinauszögern von einer Übergangsstufe in die andere. Ich wurde krank, war halb geistesgestört, wurde fortgewiesen, von wo ich gekommen. Mit Orden soll man höflich umgehen, Rücksicht nehmen auf seine religiöse Berufschaft, Übles nicht nachplarren, lieber alles versagen und ungeschehen sich selber zuschreiben, sonst kann der Orden nicht tadellos vor der Weltgesellschaft bestehen. Man muss um Gottes Willen vor einem Orden beide Augen zudrücken. Das ist besser, als einen religiösen Orden seines Unrechts und Verfehlungen lebenslänglich zu befehden. Man muss wissen, dass man vor einem Orden immer ein schuldiger Mensch ist und die Heiligkeit eines solchen niemals übertrifft. Der Erwartungsdruck der Eltern, die erlebte Ablehnung im Kloster. Deprimiert und verwirrt kehrt er 1928 in seine Heimatgemeinde Altshausen zurück. Aus Bruder Alexander wird wieder Gustav Mesmer. Zu Hause beginnt er auf Wunsch seiner Eltern eine Schreinerlehre. Vom Meister erhält er eine gute Beurteilung, aber aufgefallen sei, so ein Eintrag in der späteren Krankenakte über die Vorgeschichte Mesmers, sein eigenes und stilles Wesen. Er galt längst als Außenseiter und mit Verwunderung registrierte man, dass er mehrmals wortlos sein Elternhaus verließ, um an freien Tagen lange Wanderungen zu unternehmen. Der 17. März 1929 sollte das weitere Leben des Gustav Mesmer entscheidend verändern. An jenem Sonntag ging er zur evangelischen Pfarrkirche und störte die gerade stattfindende Konfirmationsfeier. In der vollbesetzten Kirche soll er mehrmals laut erklärt haben, dass hier nicht das Blut Christi ausgeteilt werde und sowieso alles Schwindel sei. In seiner Biografie bezeichnete Mesmer diese Aktion als, wie er sich ausdrückte, religiösen Überschwang, hervorgerufen durch die 6-jährige Klosterzeit. Aufgebrachte Kirchenbesucher zerrten den Eindringling aus dem Gotteshaus und brachten ihn nach Hause. Dieser Vorfall kursierte in Altshausen und in der näheren Umgebung wie ein Lauffeuer, war Tagesgespräch. Die Familie war entsetzt. Doch nirgendwo gibt es einen Hinweis auf die Geschehnisse vom 17. März 1929, weder im Archiv des örtlichen Geschichtsvereins noch im Altshausener Gemeindeblatt. Und die wenigen, die sich noch daran erinnern können, die wollen nicht darüber sprechen. Es war mal in der Fastenzeit, ich war ein kleiner Bub. Der Pfarrer in der Kirche hat gesagt, jetzt hört mir mal zu. Da hat er alles erzählt, vom Himmel und der Hölle, vom Engel und vom Teufel, vom Luzifer und Gabriel. Er hat uns Bilder gezeigt von Evas Sündenfall und auch ein Bild vom Fegefeuer, mein, das war brutal. Da haben wir beichten müssen, zwecks der Kommunion. Der heilige St. Magnus war unser Schutzpatron. St. Magnus, steh mir bei,
Herz ist rein und zwei ist sechs. Den Sünder stets behindert, sein eigener Schuldkomplex. Ich hau mir oft Gedanken gemacht, wenn's Kaiser hat vom jüngsten Gericht. Und jedes Mal hau ich denk, die Sinnen hören ja euch ganz dicht. Das Geschichtle kennst du auch, das sind wir beide gesernet. Wenn's mal als Kind verdwischt, den hat's fürs ganze Leben. Ich glaub in an der Teufel, ich bin doch nicht verrückt. Ich weiß bloß nicht, ob der das weiß, der schwarze Hund, der Bloody Luck. Sankt Magnus, steh mir bei, sag, dass das nicht wahr sei. In der Hell, da ist was zwar. Sankt Magnus, hab Erbarm. Er hat uns Bilder zeugt von Evas Sündenfall. Und auch ein Bild vom Fegefeuer, mein, es war brutal. Da hämmer beichter Mesa, zwecks der Kommunion. Der heilige St. Magnus war unser Schutzpatron.